Hi ihr Lieben, heute gibt es mal ein Video, wie ich Alfie die Haare schneide. Ihr seht, er sieht jetzt gar nichts mehr schon fast. Und da ich das selber mache, möchte ich euch das heute einfach mal zeigen. Viel Spaß dabei! Ja, was brauchen wir zum Haare schneiden vom Hund? Ein Hund, dem das nichts ausmacht. Also Alfie ist einer, der sagt, jo Mama, mach mal. Also der ist da ganz cool und gelassen. Das stört ihn also überhaupt nicht. Er kennt das von mir seit Welpen an. Habt ihr jetzt einen Hund, der da Angst hat oder unruhig ist, sich wehrt oder so, dann lasst das bitte, ihn selbst zu schneiden. Geht lieber zu einem Friseur, lasst es von jemandem professionell machen. Ich mache das jetzt mit Alf wirklich schon die 8 Jahre, seitdem ich ihn habe. Ich war am Anfang ein paar Mal bei einem Hundefriseur, aber ja, das kostet halt alles Geld. Und ich habe mir einfach was gekauft, damit ich es selber machen kann. Das ist einmal hier hinten. Ich lade das gerade schon mal so ein bisschen vor. Das ist hier so ein Haarschneider. Das ist ein ganz normaler für Männerhaare. Bei Alfie geht das. Der hat ja keine Unterwolle. Aber ich muss, also die kosten 12 Euro oder so. Halten aber nicht lang. Also ich muss mir fast alle 2 Jahre einen neuen kaufen. Vielleicht sogar jedes Jahr. Die werden dann halt stumpf und dann geht es nicht mehr so gut. Was schneide ich alles? Also im Sommer schneide ich mehr und jetzt schneide ich aber weniger. Er darf sein langes Fell, sein Fusseln hier hinten behalten. Genau, da brauche ich das. Und dann habe ich hier so ein, das Set dazu, so von Wahl ist das wohl. Auf alle Fälle habe ich da seine Bürste drin. Kriegt man bei Fressnapf. Die ist ganz cool, weil hier bei Fusseln, wenn die so verfitzt sind, geht es mit dem gut. Dann habe ich einen Fulminator. Seitdem Alf kastriert ist, fusselt er mehr. Und mit diesem Teil, also es gibt ja für langhaarige Hunde und für kurzhaarige Hunde. Und mit dem für langhaarige Hunde gehe ich da hinten drüber und da kommt echt viel raus jetzt bei ihm. Also das war vor der Kastration überhaupt nicht, aber seitdem, ja, leider mehr. Dann habe ich noch so eine normale Schere, die war dazu, zu dieser Schermaschine. Da war auch noch ein Kamm dazu, das ist auch ganz gut, wenn man sowas mal hat. Und zur Schermaschine sind halt so verschiedene Aufsätze, das benutze ich, wenn ich ihm dann hinten das Fell kürzer schneide, damit es alles gleichmäßig ist. Eine Krallenschere für Kleintiere ist die. Die habe ich auch, die benutze ich auch, um mal die Daumenkrallen sind das zu kürzen. Das andere läuft er sich ab, das ist kein Problem. Und das war es auch schon, was ich habe und brauche. Und genau, und da fangen wir jetzt einfach mal an und ja. So, als allererstes bürste ich Alfie einfach mit dieser Bürste. Achso, sein Schnieke als Band mache ich ab. Genau. So, und dann wird erstmal gebürstet. Dass wir dann keine keine Fitzel drin haben und es beim Schneiden wehtut. Ich bürste Alfie, muss ich gestehen, gar nicht so oft, weil er hat auch nicht so langes Fell. Im Sommer eigentlich kaum bis gar nicht. Im Winter mehr. Genau, da wird einfach mal durchgebürstet. Schleck, schleck. Und auch am Po. Immer schön vorsichtig. Das hört so schlimmer an, als es ist, weil das gibt nach, wenn es in einem Fitz ist. Und so wird der, also zieht das nicht so sehr, da wird der Fitz langsam durchgebürstet sozusagen. So, wenn ich mit dem durch bin, nehme ich meist noch den Fulminator und gehe hier hinten nochmal, also nochmal einfach drüber, um die ganzen Unterfluseln rauszukriegen, die er hat halt. Das ist wirklich eine Menge. Ja, das war vor der Kastration überhaupt nicht. Also, ja, das hat er jetzt leider im Sommer nicht so sehr. Also, das ist wirklich auch wie mit dem Fellwechsel halt. Ja, mach da vorsichtig. Ups, da. Nicht, dass es ihm wehtut, wenn er. So. Seite. Also seht, Alf lässt es schon mit sich machen. Findet es jetzt nicht so toll, aber es ist okay. Ne, fein machst du das. Fein. Super.
wenn man dann die ganzen Puzzle nicht, legt ihr euch mal her, dass ihr die auch seht. Also das ist schon ganz schön viel. Was er jetzt fusselt. Ja, da müsst ihr also vorsichtig machen, weil der ist auch etwas schärfer. Und ich mache das jetzt vor allem auch für meinen Bruder, der ist allergisch gegen Puzzeln. Dann kämme ich noch, habe ich noch hier unten noch mal mit der. So, werdet ihr gleich sehen, ich werde hier alles schneiden. So, die Brust noch. So, und jetzt fangen wir an mit Schneiden. So, mit dem Gesicht fange ich an, wenn man sieht. Okay, also. Ich schneide als allererstes das Pony. Ich hoffe, das ist hell genug. Da gehe ich, das nehme ich einfach so nach vorne. Ach, da geht es nicht so gut. So, schön nach vorne bürsten sozusagen. Einfach von hinten nach vorne. So, und dann halte ich den Bart fest. Also das ist einfach meine Variante, damit es am Ende ein bisschen normal aussieht. So, und dann nehme ich einfach gerade weg. Genau, so. Ups, jetzt habe ich natürlich Haare an meinem Bein. Super. So, und wenn man das dann wurstelt, so, dann sieht er auf jeden Fall wieder was. So, dann ist das hier so schön. Dann nehme ich wieder sein Bart hier so weg. Das ist nur noch das. So, warte. Komm mal hier. Man kann auch mit dem Rasierer drüber gehen, aber... So, dann das Gesicht schon mal wieder frei. So, dann haben wir hier den Bart. Die Ohren sozusagen mit dem Bart. Aber auf der anderen Seite genauso. Gucken, ob er ein bisschen gleichmäßig aussieht. So. Okay, super. Jetzt kommt hier hinten der Po dran, das mag aber nicht so mal Platz. Dann einfach den Rasierer ohne Aufsatz und tu vorsichtig frei rasieren. Und der Akku ist leer. genau. So, und dann schneide ich meistens hier so noch ein bisschen die Franseln weg, damit er sich dann nicht mehr vollkackt. So, und dann nehme ich ihn immer noch so. So, und dann nehme ich den Rasierer und rasiere hier
den Bauch noch frei, weil sich sonst immer vollpieselt. Da ganz vorsichtig machen. War jetzt ein bisschen kurz. Also ich habe das jetzt hier wieder frei rasiert sozusagen. Seht ihr das? Das ist unscharf, ne? Aber müsst ihr ja auch nicht so genau sehen. Und zu guter Letzt kommen die Pfoten dran. Ich zeige euch jetzt einfach mal in dieser Pfote, wie ich das mache. Also ich nehme das Fell so nach vorn und schneide einfach rechts ab, links ab. Da müsst ihr aufpassen, dass ich die Krallen nicht mit wegschneide. Und hier vorne, so. Und dann runde ich das immer noch so ein bisschen ab. So. Und dann nehme ich meistens so nach hinten. Und das ist ja auch so ein bisschen viel hier. Und dann schneide ich das im geknickten Zustand ab. Und so ein bisschen zurecht, dass das hier halt... Ja. Und hier freischneiden, das ist auch wichtig. Damit da kein Schmutz hängen bleibt. Warte. Die ist ein bisschen kitzelig an die Füße. Genau. So. Und dann hat er ja hier eine Kralle. Hier. Eine lange. Und die kürze ich dann immer noch ein bisschen. Die geht jetzt, brauche ich jetzt nicht machen. Aber wenn die hier zu lang wird, dann kürze ich die noch ein bisschen. Und das mache ich jetzt mit allen vier Füßen. Man kann das auch ausrasieren mit dem Rasierer. Ist sogar einfacher eigentlich. Aber der Alp ist kitzlig. So, dann gucke ich meistens noch. Ja. Schwänzel so ein bisschen an, wie lang das Fell ist, aber das ist okay. Der Bart, schauen wir mal, warte, schau mich mal an, der Bart ist lang. Na, das ist auch alles okay. Also wenn ich den Bart schneide, das kann ich euch auch noch schnell zeigen, dann mache ich das hier so gerade alles, kennt es schön runter und dann schneide ich ein, halte ich so, so fest, so, und schneide hier so hoch bis zum Ohr. Das mache ich dann auf der anderen Seite auch. Dann nehme ich den immer runter so. So. So, runter. Ah, du willst jetzt nicht mehr, ne? So. Und schau einfach, ob das hier gleich lang ist. Und zur Not kann ich hier dann noch so schneiden. Das will er jetzt nicht. Ich habe auch keine Schere in der Hand. Ich denke, so passt es wieder. Füße sind geschnitten, Popo ist frei. Pullermann ist frei. Er sieht wieder was. Und dann ist er schon fertig. So wird der Alfie also geschnitten. Hier liegt jetzt ganz viel Haarzeug rum. Die werde ich jetzt aufräumen. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick hier gefallen und ihr fandet das interessant. Mich würde mal interessieren, schneidet ihr euren Hund selbst oder geht ihr zum Hundefriseur? Wie oft geht ihr zum Hundefriseur? Das ist auch spannend. Ja, vielleicht habt ihr auch einen Hund, ihr müsst gar nicht gehen. Das ist natürlich am allerfeinsten, nenne ich, sag ich mal. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Zeigt mir das doch mit einem Daumen hoch. Ich verlinke euch hier oben mal in die Ecke unser letztes Video. Da ging es um die Kastration, falls euch das interessiert. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.